Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Spätzle mit Hackfleisch. So, wir fangen an jetzt mit Zutaten. 400 Gramm Spätzle. War das Spätzle überhaupt? Ja, Ja, Spätzle. Du Spitzel. sprichst mit euch an. Nein, du bringst mich zum Lachen. Okay, Spätzle. Ja. So, wir fangen an jetzt mit Zutaten. 400 Gramm Spätzle, 2 bunte Paprika, 3 Zwiebel, passierte Tomaten 200 Gramm, oder Petersilie Ja, sagen. Petersilie geht auch so. Ja, aber ich habe welche wegen Grünisch, okay. 250 Gramm Erbse von der Dose, 200 Gramm Rinderhackfleisch, Salz, Pfeffer, Thymian, süße Paprika. Kommt da rein. Und das zum Deko habe ich Frühlingszwiebel und Petersilie kommt da rein noch später. Und gehackter Knoblauch, Teelöffel kommt da rein. So, schiebe ich mal kurz die Sachen weg. Kommt alles später dran. Schiebe ich die Pfanne. Das war schon ein bisschen warm. Jetzt tun wir neutrales Öl rein. So, okay. Tun wir Hackfleisch rein, ich mag. Das drücke ich mal zur Seite. Wenn Wasser kocht, kommt dann Spätzle rein. So, jetzt schneiden wir mal die Zwiebeln. Auch Streifen schneiden, Zwiebeln. Lange Streifen. So, tun wir es gleich rein. Nicht umrühren, nicht vergessen. So. Jetzt klebt erst mal. Warte mal ein bisschen. So, geht weiter. So, tun wir auch mal rein, schwimmen den Rest. So. Den Hackfleisch schon Zwiebeln tun wir jetzt kräftig anbraten. Das kann 7 bis 8 Minuten dauern. Bis gleich. Ich habe jetzt Salzwasser in den Topf drin. Jetzt tue ich den Spätzle rein. Lass ich den auch mal kochen. So. Okay. Ein bisschen umrühren. Okay. So. Ich brauche auch 10 bis 12 Minuten. Jetzt fangen wir mit dem Paprika an. Den Paprika schneiden wir auch Streifen. Mit der durch. Einfach eine rausholen. Fertig. So, jetzt lange Streifen. So, tun wir es da rein gleich. So, den Gelben noch. Weg. So. So. Jetzt. So. Wir brauchen auch 2 Minuten. Bitte immer umrühren, 2 Minuten. Dann kommen dann richtige Sachen. Bis gleich. Jetzt geht's weiter. Jetzt tun wir den Gewürz rein und Salz und Pfeffer. Passierte Tomaten auch gleich rein. Das dann alles rein. So, ich wollte schon das Löffel nachgeben. Etwas umrühren erstmal. Geld, Max? Ja. Okay, so, pass auf, Moritz. Jetzt kommen dann Erbsen rein. Ja, fertig. So, jetzt hole ich Wasser, Nudelwasser, eine Kaffeetasse. Noch ein bisschen, weil nicht ganz eine Tasse. Ja, genau, muss ich ja sagen. Moment, nicht fertig. Ach, Knoblauch. Und Teelöffel Knoblauch nicht vergessen.
So, jetzt umrühren. Oder war es ein wenig Wasser? Ist das schon weg? Ey. Ist noch mehr. Mach ich noch ein bisschen. Ich habe hier gerne Wasser genug da. So, jetzt Wasser. So, etwas umrühren, nicht vergessen. Und dann sind wir gleich fertig. So. Und Deckel. So, niedriger Stufe, bitte 5 Minuten kochen lassen. In der Zeit sind dann auch Spätzle fertig, dann können wir gleich servieren. Okay, bis gleich. Wir sind jetzt soweit. Ich habe den Spätzle jetzt in den Servierteller reingetan. Okay, das ist auch schon fertig. So, das tun wir ein bisschen noch umrühren. Dann kann man gleich servieren. Den tun wir gleich rein jetzt hier drauf. Oh, das ist ja Mehl geworden, hast du gesehen? Mhm. Den kann man für morgen aufheben. Haben wir auch noch morgen. Reicht das? Ich glaube, es reicht. So, hier. So. Jetzt tun wir noch Frühlingszwiebel und Petersilie noch drauf. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Spätzle. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.